Hallo und herzlich willkommen hier zum Vlog am Samstag. Mein Name ist Ed von edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier an diesem wunderbaren Samstagmorgen, beziehungsweise Mittag, wenn das Video rauskommt, für euch. Heute gibt es natürlich wieder die geilsten News überhaupt. Tolle Film-News, tolle Gaming-News, Technik-News natürlich. Wie immer, den Flop und Top der Woche. Und jetzt ein kleines Update. Das ist jetzt Vlog am Samstag quasi Version 2.1. Ich werde eine neue Kategorie einführen, aber die kommt ganz zum Schluss als kleine, als kleine Überraschung und seid drauf gespannt. Aber dann müsst ihr auch das Video bis zum Ende schauen und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange, sondern fangen sofort an mit der ersten Film-News. Die ist heute folgendes, nämlich es geht um Krieg der Welten. Ihr wisst, da gab es das Original, sogar zwei Filme und dann gab es das Remake mit Tom Cruise. Es geht ja darum, dass die Erde da von diesen dreibeinigen Typen da, also diesen Aliens da heimgesucht wird und dann, naja, Krieg und hast du nicht gesehen, wie immer, wenn es um Alien geht. Jedenfalls, jetzt soll von Krieg der Welten eine Serie entstehen und das ist interessant. Und zwar von den Machern von der Teen Wolf Serie soll diese Serie jetzt hier gemacht werden von Krieg der Welten. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei rumkommt und wann sie rauskommt. Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Ich habe es nur gelesen, dass es kommen soll. Aber man darf ja mal gespannt sein. Gut, nächste News und die geht jetzt um Star Wars Rogue One. Neues Poster mit Felicity Jones zum finalen Trailer. Ja, es kam jetzt der finale Trailer raus. Ihr wisst ja, Rogue One ist ein Ableger vom Original Star Wars und der kommt ja dieses Jahr noch in den Kinos, glaube, ja, am 15. Dezember, da steht's ja, kommt er in die Kinos. Und vom Trailer her, muss ich sagen, spricht er mich wirklich mehr an als Episode, lass mich mal lügen, 7, der jetzt rauskam letztes Jahr. Ich denke mal auch ganz einfach deshalb, weil es etwas ganz Neues ist, eine ganz neue Story irgendwo ist. Und der Trailer sah schon richtig geil aus, aber da müsst ihr euch mal selber ein Bild machen. Und auch, ich finde, das Poster, was ihr hier seht, ist eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Es hat irgendwie was. Also ich bin sehr gespannt. Also als ich den Trailer gesehen habe, lief mir Gänsehaut runter. Hut ab. Also es könnte was wirklich Gutes werden. Ich hoffe es wirklich, dass es was Gutes wird. Also man kann es eigentlich nur besser machen als Episode 7, den ich persönlich, wie einige andere auch, denke ich mal, einfach nur einen ziemlichen Abklatsch fand. Ja, es kann nur besser werden. Gut, nächste News. Und zwar, jetzt geht's um The Predator. Ja, von The Predator soll jetzt auch ein Remake kommen. Und zwar geht's darum, The Predator. Benicio del Toro ist raus. Ein Ersatz ist bereits gefunden. Regisseur Shane Black muss für den neuen Predator-Film eine Umbesetzung vornehmen. Statt Benicio del Toro hat er einen neuen Hauptdarsteller gefunden. Boyd Holbrook. Kenn ich persönlich nicht. Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Und ja, mal gucken, was eigentlich für mich interessant wäre bei dem neuen, ja, kann man sagen, neuen Predator-Film, Reboot, Remake, je nachdem, wird Arnie dabei sein? Das ist die einzige Frage, die mich dabei interessiert. Wird Arnie wieder in seine Rolle als Colonel Dutch, wie er hieß, implementiert sein oder nicht? Das ist eigentlich die Frage, die mal gestellt werden sollte, beziehungsweise mal beantwortet werden sollte. Das wäre interessant zu wissen. Aber wie gesagt, man weiß es halt noch nicht. Gut, nächste News, jetzt kommen wir schon zu den Gaming-News. Es geht um FIFA 17. Titel-Update 1 zum Download, Patch-Notes. Der erste Patch für FIFA 17 verbessert die Ballphysik und die Torhüter. Außerdem gibt es weitere Balancing-Anpassungen und Fehlerbehebungen bei Foot 17 und Pro Clubs. Auf dem PC steht das Title-Update 1 schon zum Download bereit. Ja, erste Patch und wenn ihr euch die Patchnotes selber durchlesen wollt, die sind hier teilweise, ja, auf Englisch, da habe ich jetzt keinen großen Nerv, den wirklich alle vorzulesen. Geht auf GameStar und da beziehe ich mal auch meine News teilweise her und da könnt ihr euch das nachlesen. Gut, erstes Update für FIFA 17. So, nächste News. Hearthstone, Spielerumfrage. Kommt womöglich ein Offline- oder Kampagnenmodus? Ausgewählte Hearthstone-Spieler werden derzeit von Blizzard zu ihren Vorlieben in dem virtuellen Katzenspiel, also GameStar, korrigiert mal eure Rechtschreibung, Kartenspiel befragt. Dabei dürfen diverse Konzepte und Spielmodi wie eine Offline-Funktion oder eine Kampagne bewertet werden. Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür, denn ich habe ja auch den direkten Konkurrenten gespielt von
Thumbnail Legends, ja, genau, Legends, hieß es, glaube ich. Und da war auf jeden Fall eine Kampagne dabei, das habt ihr auch auf meinem Kanal. Also wenn ihr mal euch mal einen Blick verschaffen wollt zur direkten Konkurrenz, schaut auf meinen Kanal, dort findet ihr die Videos. Und ja, und da ist auf jeden Fall eine Kampagne dabei, also warum eigentlich auch nicht bei Hearthstone? Wäre mal eine coole Idee. So, nächste News. Und zwar, es geht um Mafia 3. Das ist ja sowieso so ein kritisches Thema. Jetzt ist folgendes. Britische Politiker fordern Verkaufsstopp. In Nordirland regt sich Widerstand gegen den Verkauf von Mafia 3. Einige unionistische Politiker sehen in einer der Nebenmissionen des Spiels eine Verharmlosung der terroristischen IRA und fordern den Titel aus dem Verkauf zu nehmen. Kann ich persönlich so nicht sagen, ob da wirklich was drin ist, weil ich spiele dieses Spiel nicht, denn nach allen Reviews und Videos, was ich so gesehen habe, sagt mir das Spiel einfach nicht zu, durch die ganzen technischen Mängel und so weiter, die das Spiel wohl haben soll. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es doch in die Comments, sagt mir Bescheid, ob da wirklich so eine Mission drin ist und wie ihr zu dem Thema da denkt. Das wäre interessant zu wissen. Gut, nächste Sache. Overwatch. Halloween-Update brachte auch versteckte Änderungen. Erst vor kurzem erschien Update 1.4 für Overwatch. Neben den in den Patchnotes genannten Änderungen, sorry fürs Handy, haben die Fans auch noch einige weitere gefunden, die Blizzard verschwiegen hat. Ja, wohl eine ganze Menge. Auch hier kann ich wieder sagen, geht auf GameStar, lest euch das durch, denn das ist hier ein Text, das sprengt den zeitlichen Rahmen. Aber es sind wohl einige Änderungen dazugekommen. Gut, nächste News. Battlefield 1. Boni für Spielen von Battlefield 4 und Hardline. Electronic Arts und DICE belohnen treue Battlefield-Fans mit einem kleinen Bonus für Battlefield 1. Wer in den kommenden Tagen eine Aufgabe in Battlefield 4 oder Battlefield Hardline erfüllt, erhält einen Waffenskin. Ja, liebe Leute, dann habt ihr jetzt die Chance, euch einen Waffenskin zu verdienen. Spielt eine Mission in den benannten Games und ihr bekommt einen Waffenskin dazu geschenkt. Ganz nett. Gut, jetzt zu einer durchwachsenen News, aber auch einer guten News, nämlich Freitag der 13. Release verschoben. Aber überraschende Entschädigung. Das Team-Horrorspiel Freitag der 13. erscheint definitiv nicht mehr in diesem Jahr. Allerdings gibt es als Entschädigung für die lange Wartezeit unter anderem einen Singleplayer-Modus. Finde ich geil. Denn wenn ein Spiel verschoben wird, aufgrund, weil sie da noch einen Modus einbauen wollen oder Qualitätssicherung und so weiter, ist das auf jeden Fall immer gut, anstatt ein Game rauszuhauen, was technisch absolut mangelhaft ist. Siehe jetzt Mafia 3, das war eine Katastrophe. Ist eine Katastrophe von der Technik her. Auf jeden Fall bin ich dafür. Lieber ein bisschen länger warten, dafür aber Qualität bekommen in dem Moment. Und auf jeden Fall richtig so. Gut. Das waren auch schon die Gaming-News. Kommen wir jetzt zur Technikabteilung. Es geht um Xbox One. Dritter Monat in Folge die meistverkaufte Konsole. In den USA wohlgemerkt. Die Xbox One bleibt den dritten Monat in Folge die meistverkaufte Konsole in den USA. Auch im Vereinigten Königreich und Australien kann Microsoft starke Erfolge verbuchen. Ja, dann sage ich mal Gratulation an Microsoft und seine Xbox One Konsole. Wir warten doch mal ab, was Sony dann kontert, wenn das dann alles losgeht. Ob das dann immer noch sein wird für die Xbox One, mal abwarten. Gut, nächste News. Nintendo NX. Neue Gerüchte um Hybridkonsole, Smartphone-Kompatibilität und PS4-Grafik. Nintendo NX soll angeblich auf ein Hybridsystem bestehend aus Heimkonsole und Handheld setzen. Anonyme Quellen sprechen außerdem von Grafik auf PS4-Niveau und Kompatibilität mit Smartphones. Ja, Gerüchte. Man weiß noch nicht allzu viel, aber Nintendo-typisch, die Technik soll wohl nicht so stark sein wie bei den anderen Konsolen. Dann bezweifle ich irgendwo, dass die Grafik auf PS4-Niveau irgendwo sein kann, wenn die Technik nicht gegeben ist. Ich bin da sehr skeptisch, vor allen Dingen, weil sie bis jetzt auch nicht wirklich mit irgendwelchen News oder Infos rausgerückt sind. Alles sehr kritisch zu beäugen. Aber man kann sich ja positiv überraschen lassen. Gut, nächste News. Es geht um Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Erstes Foto, Preissenkung der Radeon RX 470. Die Nvidia GeForce GTX 1050 Ti soll laut Gerüchten am 25. Oktober 2016 veröffentlicht werden. Im Web gibt es erste Fotos von Verpackungen und AMD soll eine Preissenkung. Natürlich heißt es der Radeon RX 470 Plan. Ja, natürlich muss AMD jetzt irgendwo nachziehen.
um die Leute noch dazu bewegen, die RX 470 irgendwie zu kaufen, ist es klar. Nettes Bild. Bin mal gespannt, was sie dann kann, wie stark die dann ist und was der Preis sein wird. Das geht nämlich leider hier jetzt so nicht hervor, wie ich das hier so durchlese. Nein, das geht leider so nicht hervor. Schade. Gut. Nächste News, beziehungsweise kommen wir jetzt zum Flop der Woche. Und zwar geht es um den Terror-Syrier. Jabbar al-Bakr, oder wie man es auch aussprechen mag. Der Typ wurde ja vor einiger Zeit gefasst, glaube letztes Wochenende, von seinen Landsleuten. Dieser Mensch hier plant ja einen Sprengstoffattentat auf einen deutschen Flughafen. Er kam als Flüchtling hier rein, und er plante einen Anschlag. Hatte ja auch schon Sprengstoff bereit und hatte ja seine Weste, glaube ich, soweit auch schon fertig gebaut und so weiter. Und ja, er wurde dann verhaftet, und jetzt hat man ihn halt auch tot aufgefunden in seiner Zelle. Und jetzt wird natürlich eine riesen Aufrüstung gemacht. Ja, wie kann es sein, dass der sich da selbst umbringt und hast du nicht gesehen und so fort. Da muss ich jetzt leider mal eine ganz krasse Sache zu sagen. Und zwar, ich verstehe nicht, warum da ein Aufriss gemacht wird. Ich meine, dieser Mensch wollte sich selber und andere Leute umbringen. Ich meine, hey, hallo, das ist ein Terrorist. Damit darf man kein Mitleid haben. Ganz ehrlich, da würde ich jetzt gar keinen Aufriss drum machen. Das kann nicht sein, dass da jetzt ein Aufriss drum gemacht wird, um Terroristen, der Leute umbringen wollte. Ich meine, jeder, der ein Terrorist ist, hat in meinen Augen sowieso sein Leben verwirkt, weil er will sich eh umbringen und andere Leute mit, und damit darf man kein Mitleid haben oder Gnade zeigen oder sowas, ganz ehrlich. Solche Leute, ja, weg damit, ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Und deswegen verstehe ich diesen ganzen Aufriss deswegen nicht. Und deswegen dafür, weil die Leute da so einen riesen Aufriss drum machen, dafür gibt's von mir 2 Daumen runter. Flop der Woche, ganz klipp und klar. Also, sorry, mit solchen Terroristen habe ich kein Mitleid. Und wenn er sich umgebracht hat, ja mein Gott, dann ist das so. Ist zwar harte Aussage, aber, der war eh schon, hat sich eh selbst totgeweiht. Also, was soll der Scheiß? Gut, kommen wir jetzt zum Top der Woche, und der geht diesmal an, ja, kaum zu glauben, aber es ist Ubisoft. Letzte Woche hatte ich ja da auch berichtet, dass Ubisoft diesen Shitstorm hatte mit Anno 2205 und diesen Season Pass Frontier DLC. Und jetzt hat Ubisoft doch tatsächlich eingelenkt aufgrund des Stresses mit der ganzen Kritik von den ganzen Gamern. Jetzt ist der Frontier DLC doch im Season Pass integriert. Und ja, jetzt bleibt nur die Frage, was passiert natürlich mit den Leuten, die den DLC schon vorher gekauft haben für diese 12 Euro, also die 11,99. Ich denke mal, es wird da, also die werden auf jeden Fall angeschrieben, so viel steht fest. Aber wie die Entschädigung aussieht, das weiß ich nicht. Das wurde hier auch noch nicht benannt. Aber zumindest, dass Ubisoft mal erkannt hat, dass wenn die ganzen Leute sich mal zusammenschließen und mal zusammen, ja, halten in dem Moment und noch mal sagen, hier, Leute, hört auf uns zu verarschen, wir sind nicht doof. Ganz ehrlich, dafür, dass dann doch noch aufgrund von euch, lieben Gamern, da mal so ein Einlenken kommt, dafür einen Daumen hoch an Ubisoft in dem Moment, dass sie es kapiert haben in dieser Situation, so nicht. Gut, und jetzt kommen wir zur neuen Kategorie, und die nennt sich Abgezockt. Und zwar, wir hatten ja auch schon ein Video auf meinem Kanal, ein Talk zum Thema Ark. Dieses neue DLC, da waren ja der gute Fefe84 und ich auf ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und ja, es ging ja darum, dass dieses DLC parallel entwickelt wurde, Ressourcen abgezogen wurde, um dieses Bezahl-DLC zu entwickeln. Und jetzt kommt der nächste Klopper. Erstmal toll, dass jetzt wieder ein Event kommt in Ark, das Halloween-Event. Aber jetzt kommt es. Es geht darum, dass jetzt dieses Jahr geht es um Vampire, Werwölfe und den Dodo Weavern. Und jetzt kommt es, Leute. Jetzt kommt es. Jetzt kommt's hammerhart. Vampire und Werwölfe gibt es für alle. Aber wenn ihr diesen Dodo Weavern haben wollt, dann müsst ihr das DLC Scorched Earth haben. Das heißt, wenn ihr unbedingt diesen Dodo Weavern haben wollt, seid ihr genötigt, euch das DLC zu holen. In meinen Augen eine absolute Sauerei. Ich meine, irgendwo kriegen die Leute anscheinend nicht mehr den Hals voll. Und
Ja, es geht gar nicht. Ich meine, wenn die in den ganzen Events Werwölfe und Vampire einbauen können, dann können sie auch diesen Dodo Vivan ins normale Spiel für alle einbauen. Ganz ehrlich, denn man kann ja auch auf der normalen, also im normalen Game diesen riesen Weltbossdrachen irgendwie beschwören. Das heißt, das da reinzusetzen, ist eigentlich kein Problem. Nur, jetzt will der Entwickler ja, so halten, wenn ihr das Ding unbedingt haben wollt, müsst ihr das DLC kaufen. Das heißt, der DLC-Kauf soll nochmal angekurbelt werden. Und das ist für mich eine absolute Sauerei. Für mich ganz klipp und klar Abzocke der Woche. So, das geht gar nicht. So viel dazu. Schöne Idee. Mal sehen, ob ihr dafür euer Fett wegkriegt. Ich hoffe es doch mal sehr. Also ihr entwickelt euch immer mehr in Richtung EA, ne? 2.0 sozusagen. Also geht gar nicht, meiner Meinung nach. Gut, aber bevor wir uns da weiter aufregen, wie gesagt, das ist die neue Kategorie Abzocke der Woche. Ich versuche jede Woche dann was zu bringen zum Thema Abzocke. Mal gucken, was es so hergibt. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, morgen gibt es wieder den Let's Talk at Sunday mit einem tollen neuen Thema. Es geht um das Thema Anno und Ubisoft, um das DLC. Da haben wir auch unsere Meinung zu. Und ja, auch ein interessanter Talk natürlich wieder mit dem guten Fetel84. Und ich kann nur sagen, einschalten, liebe Leute, Meinung posten und ab geht's. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, euch ein schönes Wochenende. Haut rein, lasst es euch gut gehen. Auch auf meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und ansonsten bin ich für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao.